Guten Appetit und herzlich willkommen. City Life vor 8. Heute geht es rund um das Gummibärchen, um ganz viele Gummibärchen. Bei mir zu Gast Obergummibär, Dietmar Bittrich. Sie sind Buchautor, aber Sie sind vor allen Dingen Gummibärchen-Orakel. Das heißt, Sie lesen aus unseren kleinen Freunden die Zukunft. Ja, es ist ganz einfach, denn die Gummibärchen haben verschiedene Farben. 5 verschiedene Farben gibt es in jeder Tüte. Rote, weiße, grüne, orangene und gelbe. Und die haben eine alte Bedeutung. Seit alters her ist Rot die Farbe der Liebe. Natürlich. Grün ist die Farbe des Selbstvertrauens, der Hoffnung, der Natur, ja. Weiß ist die Farbe der Intuition, des Geistes. Gelb die Farbe des Geldes natürlich, auch des Ehrgeizes. Und Orange die Farbe der Kreativität. Ich merke schon, Sie waren auch sehr kreativ. Wir möchten Sie, liebe Zuschauer, aufrufen, uns anzurufen, denn dann erzählen wir Ihnen, was in Ihrer Zukunft passieren wird. Wir ziehen Ihr persönliches Orakel. Nun haben wir leider gerade eben ein kleines telefonisches Problem. Das beheben wir aber hiermit. Rufen Sie bitte nicht die Nummer an, die ich eben vorhin durchgesagt habe, sondern diese korrigierte Nummer 4144-2482. Ich sage sie noch einmal 4144-2482 und dann ziehen wir Ihr persönliches Horoskop. So, jetzt kommen wir erstmal zu dem Buch zurück. Das sind ja unglaublich viele Möglichkeiten, wenn ich ziehe. Ich muss 5 Stück muss ich ziehen, ne? Ja, ja, und es kommt noch nicht mal auf die Reihenfolge an, nur auf die Farbkombination. Und es gibt aus 5 Bärchen, das hat mich auch überrascht, obwohl ich Mathematik hatte, wie Sie auch in der Schule, gibt es nicht 25 Kombinationen, auch nicht 100 Kombinationen, auch nicht 120, wie ich dachte, sondern 126. Eine ganz krumme Zahl, ist auch eine ganz krumme Formel. Ich habe sie von einem Mathematiker ausrechnen lassen. Und dann habe ich diese 126 Kombinationen der Reihe nach geschrieben. So, jetzt haben wir einen ersten Anrufer. Jetzt bin ich mal gespannt. Schönen guten Abend. Na, Ben. Mit wem sprechen wir denn? Birgit aus Bagdeheide. Grüße Sie, Birgit. So, und Sie wollen jetzt einfach mal in Ihre Zukunft blicken, ja? Oh ja, würde mich wahnsinnig interessieren. Sind Sie horoskopgläubig? Ein bisschen. Ja? Ja. Also Sie haben jetzt keine Tüte zu Hause. Wir machen das für Sie. Nein, leider nicht. Gut, ja, aber wir haben ja ganz viele Tüten. Ich würde sagen, wir nehmen ruhig eine jungfräuliche, okay, nicht, damit Sie sehen, dass wir nichts schummeln. Ich mache die auf. Wer zieht? Soll ich ziehen? Oder? Auf jeden Fall ist es wichtig, wenn man für jemand anderen zieht, das mit der linken Hand zu tun, mit der rechten für sich selbst, mit der linken für jemand anderen. Bitte, ich halte Ihnen gerne. Ja, also Birgit, ich ziehe, ich mit gucke Sie an. Augen. Und jetzt sagen Sie mal Stopp irgendwann. Stopp. So, da haben wir den einen. Das ist ein weißer. Ah. Stopp. Das waren 5. Das ist noch ein weißer. Was machen Sie? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Ich bin Umschülerin. Umschülerin. So, jetzt haben wir hier ein, was ist das? Rosa. Ja, das ist rosa, aber wir nehmen rosa für rot. Das ist kaum noch so unterscheidbar. Genau. Weil die Gummibärchenhersteller nur noch natürliche Farben nehmen. Gelb? Kann man rot und rosa kaum noch unterscheiden. So, einen machen wir noch. Das ist ja unglaublich. Also wenn ich das kurz sagen, sind 3 weiße, ein rot und ein gelb. So, und jetzt haben wir natürlich einen Experten da. Ja, das ist eine günstige Kombination, Birgit. Sie haben Glück gehabt. Ich dachte erst bei 2 Weißen, Sie sind von Illusionen heimgesucht. Aber 3 Weiße. Weiß ist die Farbe des Geistes. Die Farbe des Geistes. Sie haben eine wunderbare Intuition. Zumindest jetzt beginnt eine wunderbare Zeit der Intuition für Sie. Sie haben Rot, die Farbe der Liebe. Ah. Orange, die Farbe der Kreativität. Was bedeutet das? Sie haben jetzt eine wunderbare Chance, kreativ zu werden. Mit Ihrer Intuition können Sie erspüren, was mit anderen los ist. Sie merken viel mehr als andere. Wenn Sie irgendwo in den Raum reinkommen, spüren Sie gleich, was für eine Atmosphäre ist da. Wer versteht sich mit wem gut, wer nicht. Mhm. Was muss ich tun? Diese Begabung haben Sie und in die Richtung müssen Sie gehen. Also vertrauen Sie weiter Ihrer Intuition. Folgen Sie Ihrer inneren Stimme. Das übt sich dadurch, dass Sie es einfach mal probieren. Und dann können Sie sich mit 3 weißen Bärchen irgendwann mal als Wahrsagerin, Hellseherin, Orakeldeuterin niederlassen. Sehen Sie, dann werden Sie nämlich Konkurrenz machen. Sie sind Umschülerin, sagten Sie. Ja. In welche Richtung geht's? Bürokommunikation. Büro. Sehen Sie Kommunikation? Kommunikation ist ganz gut. Ja, ja. Also Sie werden für gute Stimmung im Büro sorgen können. Und weil Sie so eine gute Intuition haben, werden Sie sogar auch für schlechte Stimmung im Büro sorgen können. Das ist auch so. Ne? Sie werden wunderbar mobben können. Andere Bürokollegen ausgrenzen können mit Ihrer Intuition. Ach, nee, das muss nicht sein. Nein, das machen Sie mal nicht. Und wenn Sie im Büro sitzen, ne, erfreuen Sie die Kollegen, bringen Sie ab und zu mal so eine Tüte Gummibärchen mit und ne, das Buch. Da kann man wirklich wunderbar die Mittagspausen, Frühstückspausen und auch die restliche Arbeitszeit mit verbringen. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, viele Gummibärchen. Danke. Bis bald. Und vielen Dank für die Beratung. Gerne, tschüss. Danke, tschüss. Die Rechnung senden wir ihr zu, nicht? Das weiß ich noch gar nicht. Egal. So, jetzt möchte ich natürlich aber auch mal ziehen. Nicht? Also mich interessiert, ne, wo hatten wir die Tüte? Oder soll ich jetzt mal aus dem Großen? Da. Ich mache jetzt das mal. Nee, so. Rechts das haben Sie gesagt. Jetzt bitte mit rechts. Ups, da fällt schon also was runter. Also Bärchen, die werden wir mal zum Essen. Weißer, Birgit, ich kann das auch. Ja, aber mit geschlossenen Augen. Oh, mit geschlossenen Augen. Was haben wir jetzt? Einen gelben.
vor der Kamera mit geschlossenen Augen. Gelb ist die Farbe des Geldes. Klasse. Wenn solange Sie noch Geld. Ja, das ist die Zahl. Jetzt kommt die Zahl des Geldmangels dazu. Denn gerade Zahlen nach alter Orakeltradition bedeuten immer, da stagniert etwas, da fehlt die Bewegung. Ja, schönen Gruß an die Geschäftsführung von Hamburg 1. Vielleicht könnte sie jetzt mal direkt. Da könnte anrufen. Die Bewegung herkommen. Oh, Sie gelb. Haben ein drittes Gelbes gezogen. Das ist natürlich sehr günstig. Super. Dreimal Gelb ist eine sehr günstige Konstellation. Wenn man sagt, wenn man einem ein Gelbes gezogen hat, dann bedeutet das, man muss ein bisschen was tun, um Geld zu kriegen. Wenn man drei Gelbe gezogen hat, dann geht es beinahe von selbst. Beinahe. Deswegen müssen Sie auch noch hier stehen. Aber da fließt das Konto über und. Sie haben doch Rot, bisschen Liebe, bisschen Intuition, auch ist schön. Bisschen Liebe? Kann ich da nicht noch ein bisschen schummeln und noch einen? Nee, sechs geht nicht mehr. Vielleicht können Sie sich mit dem Geld auch ein bisschen Liebe kaufen. Nein, das ist, glaube ich, nicht wirklich meine Art. Wir haben einen nächsten Anruf in der Leitung. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Mit wem spreche ich denn? Schulze. Herr Schulze aus wo? Hamburg. Aus Hamburg. Und Sie möchten auch mal georakelt werden? Machen Sie das mit der linken Hand. Ja, ich mache das jetzt mit der linken Hand. Sie sagen Stopp, ne? Mhm. Also irgendwas. Essen Sie denn persönlich auch Gummibärchen? Stopp. Essen Sie Bärchen? Hören Sie wieder. Stopp. Stopp. Einen roten, einen gelben. Stopp. Ja. Sie sind ja ganz aufgeregt, Herr Schulze. Drei, noch einen. Das sieht ganz gut aus bisher, aber es kann sich noch alles zum schlechten verkehren. Aber alle Farben dieser Welt. Und jetzt ein letztes Mal. Stopp. Super. Da haben wir zwei gelbe, einen grünen, zwei rote. Das sind zwei orangene. Man kann die Farben tatsächlich schlecht unterscheiden. Aber dieses hier sind zwei orangene Bärchen. Mhm. Und dies sind zwei rote. Wir nehmen rosa als rot, weil sie normalerweise bei schlechtem Licht schlecht unterscheidbar sind. Und ein grünes. So, Herr Schulze, mit Ihrer Kreativität hapert es im Moment irgendwie ein bisschen. Wissen Sie was? Sie müssen ein bisschen mehr in Ihre eigene Tiefe gehen. Zweimal orange, das ist ein bisschen Oberflächlichkeit. Sie halten sich zu sehr mit Klatsch und Tratsch auf. Ich will Sie nicht zum Abschalten bewegen, aber vielleicht sehen Sie auch einfach zu viel fern. Das ist eine ganz häufige Kombination von Leuten, die sehr viel fernsehen. Sagen Sie mal, was machen Sie? Und? Herr Schulze, glauben Sie ihm kein Wort, Sie bleiben hier. Sie haben noch zweimal rot. Ich habe schon gesagt, die geraden Zahlen bedeuten immer, da stagniert etwas, da ist etwas im Brodeln und bei Ihnen brodelt eine unterdrückte Wut. Die kann rauskommen. Kann das sein, Herr Schulze? Hallo, hallo. So, ist mir im Moment nicht so bewusst. Ist Ihnen nicht bewusst, ja. Hm. Ich würde sagen, Sie kauen einfach noch mal auf ein paar Gummibärchen rum und vielleicht kommt Ihnen dann ja die Initialzündung. Naja, also Sie haben auch ein grünes Bärchen, das grüne Bärchen des Selbstvertrauens. Sie können mehr Selbstvertrauen haben, Sie können mehr Vertrauen in sich haben, als Sie zurzeit haben, nach dieser Kombination. Und dann werden Sie diese Energie, die Sie bisher unterdrücken, Sie haben nämlich sehr viel Energie, Sie unterdrücken sie nur, die werden Sie dann ins Leben tragen. Nicht in Wutanfällen oder in Ärger, dass Sie sich über sich selber ärgern, sondern Sie werden ordentlich was losmachen. Herr nicht? Schulze. Das hört sich alles ganz gut an. Herr Schulze, lassen Sie die Finger von der Fernbedienung. Nicht? Da müssen Sie nicht drücken, drücken Sie woanders. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ich habe vorhin diesen beliebten Test gemacht, ein Glas Wasser. Sie sehen das hier. Das ist also nicht zum Trinken, sondern ein Glas Wasser. Und da habe ich, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube drei Gummibärchen reingeschmissen. Hm. Ich kannte das von früher, als ich klein war. Da dauerte es Stunden und dann wurden die Gummibärchen ganz groß und dann sahen die ganz lustig aus. Ja, was ist hier irgendwie eine Pampe? Was ist mit den Gummibärchen los? Die Gelatine hat gewechselt. Es ist nicht mehr Rindergelatine. Wir wollen nicht mehr BSE haben, sondern es wird jetzt Schweinegelatine verwendet. Vielleicht löst sie sich deshalb besser auf, denn Schweine lösen sich einfach besser auf. Aber natürlich. Ich habe noch nie ein Schwein in ein Wasserglas gestellt. Es ist, wir werden das nachher ja mal probieren hier. Ob das ist, ich finde, das duftet ganz schön. Es hat einen Vorteil, als sich die Gummibärchen so aufblähten, das war sehr schön und ich rate jedem dazu, der mit seinem Orakel unzufrieden ist, die Gummibärchen in Wasser zur Strafe aufzulösen. Ja, alle, die ganze Tüte, finde ich. Na gut. Achso, ich will nicht global, aber... Dann in die Blumenvase. Ja. Dieses hat natürlich den Vorteil, es bläht auch nicht mehr so im Magen. Früher war es so, wenn Sie eine Tüte gegessen hatten, dann explodierten Sie wie Herr Schulze. Und das passiert jetzt nicht mehr. Ja, nicht schlecht. Ja, wirklich nicht schlecht. Aber wenn man irgendwie so eine Handvoll schon, also ich esse ja auch gerne mal so eine halbe Tüte, das ist aber schon, also ne? Schon. Ist schon. Ich sollte da nicht direkt vor die Kamera gehen. Vielleicht haben Sie nicht so gute Magensäure wie die Säure, die Sie hier reingegossen haben. Wir wollen nicht wirklich über meine Magensäure reden. Klasse, wie sind Sie auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben? Woher kennen Sie sich so gut aus mit Gummibärchen? Ich glaube, Sie haben da in der Vergangenheit Ihre Biografie lässt doch ein bisschen darauf deuten, dass Sie eine sehr innige Verbindung haben mit Bären, nicht? Ich bin ja in Kanada geboren worden. Und meine Mutter hat mich etwas herzlos in die Wälder ausgesetzt. Das tut mir so leid.
Ja, das doch. Sagen Sie ein bisschen lächelnd, das ist mir verdächtig. Ich bin Moderator. Jedenfalls hat sie mich in den Wäldern ausgesetzt und eine Familie von Grizzlybären hat sich meiner angenommen. Und ich, bis zu meinem 12. Lebensjahr, bin ich mit den Gewohnheiten und den Neigungen der Grizzlybären aufgewachsen. Und erst dann wurde meine Grizzlybärenfamilie ausgerottet von skrupellosen Wilderern. Und ich habe mich an den Rand der Städte begeben und da habe ich zum ersten Mal Gummibärchen gesehen. Und da habe ich gewusst, was ich in Zukunft mache. Das ist die Ersatzfamilie quasi. Das ist die Ersatzfamilie. Ja. Ich habe auch eine echte Familie in der Schweiz. Ich bemühe mich im Augenblick um die Wiederansiedlung wilder Gummibären in den Schweizer Bergen. Ja, das finde ich auch sehr schön von Ihnen. Also die Natur muss wieder. Man muss da auch auf die Natur und die Bären an sich muss man auch beachten und vor allen Dingen die Gummibärchen. Sehr klasse. Dieses Buch können Sie übrigens überall im Handel kaufen. Das Gummibärchen-Orakel aus dem Pentagon Verlag kostet noch nicht mal 30 Mark. Und es ist, wie viele Seiten stark? 150, glaube ich. Aber man muss noch eine Tüte Gummibärchen dazu kaufen. Na, mindestens eine, weil, wie gesagt, ne, Gesellschaft spielt am besten mehrere Gummibärchen-Tüten. Ja. Dieses Wort wird mir nie über die Lippen gehen. Es ist vor allem ein Partyspiel, natürlich. Ja. Es ist wunderbar, wenn man in der Runde sitzt und jeder zieht mal. Dann hat man die Möglichkeit, demjenigen mal endlich das zu sagen. Was man schon immer mal sagen wollte, weil die Bärchen es gesagt haben. Ich werde mal meine Kollegen einladen zu einer Tüte Gummibärchen. Und dann geht es aber so richtig los. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder, wenn Sie irgendwas anderes geschrieben haben. Ich weiß nicht, was man da noch machen kann. So. Das überlege ich schon die ganze Zeit. Denken Sie, ein gutes Buch. Das war es schon, City Life for Art für den heutigen Tag. Mit ganz vielen Gummibärchen, jetzt auch einem Mund. Deswegen werde ich ein bisschen nuscheln. Ich hoffe, Sie verzeihen es mir.